Willkommen zu meinem Major Life Update. Eigentlich poste ich ja jede Woche oder spätestens alle 2 Wochen, aber in letzter Zeit kam kaum noch was von mir. Das lag nicht daran, dass ich keine Lust hatte, Videos zu produzieren, sondern einfach daran, dass sich in meinem Leben extrem viel geändert hat. Zum einen hatte ich einfach sehr wenig Zeit deswegen, aber zum anderen war es auch so, dass ich nicht über alles mit euch reden konnte. Und ich wollte ja keine Fake-Videos hochladen, in denen ich Dinge mit euch teile, die so nicht stimmen. Und deswegen musste ich den Zeitpunkt abwarten. Und der Zeitpunkt ist jetzt gekommen, jetzt gibt es das Update. Ich habe darüber auch schon etwas in Instagram in meiner Story gesprochen, also wenn ihr mir noch nicht folgt, macht das jetzt auf jeden Fall, da erfahrt ihr immer alles als erstes. Aber hier auf YouTube wollte ich jetzt doch nochmal im Detail auf meine lebensverändernden Umstände eingehen. Das sind vor allem 2 Dinge und ich freue mich jetzt da tiefer mit euch einzusteigen. Und zwar geht es einmal um mein Live-Setup, wo ich meine Zeit verbringe. Und zum anderen geht es darum, wie ich meine Zeit verbringe, also was ich beruflich mache. Okay, kommen wir zum ersten Thema. Ich bin aus München weggezogen. Vielleicht konntet ihr das meinen Vlogs auch schon entnehmen. Das hatte ganz viele Gründe und auf die werde ich jetzt auch ein bisschen genauer eingehen. Und ich bin von München nach Dubai gezogen. Also hier ist jetzt mein Wohnsitz, was nicht bedeutet, dass ich wirklich das ganze Jahr hier bin. Also um in Dubai ansässig zu sein, musst du im Jahr 90 Tage hier verbringen, was zum Beispiel in den Wintermonaten fabelhaft ist. Aber du kannst zum Beispiel auch im Sommer dann in Deutschland sein, in Österreich sein. Du darfst da nur halt nicht mehr als 180 Tage, wenn ich das richtig im Kopf habe, sein. Das heißt also nicht, dass ich aus der Welt bin und nicht mehr nach Deutschland komme. Ich meine, meine Freunde, meine Familie sind ja dort. Natürlich werde ich die besuchen wollen. Aber ich habe mich einfach in Deutschland abgemeldet und bin jetzt erstmal die meiste Zeit in Dubai. Zudem nehme ich euch sowieso jetzt immer mit. Also ich werde auch viel reisen, in anderen Städten, in anderen Ländern noch unterwegs sein. Aber ja, das bekommt ihr alles mit. So, aber warum jetzt überhaupt? Das ist auch eine Vielzahl von Gründen. Und es war irgendwie letztes Jahr schon so, dass ich mir gedacht habe, hey, ich würde gerne nochmal aus München raus. Also ich bin ja groß geworden in einem sehr internationalen Umfeld, war im Internat, bin viel gereist, irgendwie zu Freunden am Wochenende, die in anderen Städten waren, habe dann auch in London meinen Master gemacht. Und eigentlich habe ich mich immer im Ausland gesehen. Und dass ich in München gelandet bin, war eigentlich nicht gewollt. Sondern es war damals so, ich wollte Psychologie studieren und auch noch BWL machen. Und in München an der LMU war es halt möglich, einen Zweifach-Bachelor zu machen. Und das hat mich nach München gebracht, weil das war in anderen Städten so nicht möglich. Aber eigentlich hatte ich nie die Intention, in Deutschland zu sein, weil ich ein internationales Umfeld immer sehr geschätzt habe. Und ja, dann bin ich in München gelandet, habe einen super Freundeskreis aufgebaut, mich dort so eingelebt und bin dann tatsächlich dort jahrelang geblieben, was auch toll war. Aber ich denke mir irgendwie, ich bin jung, ich will noch mal was anderes erleben. Ich wollte jetzt unbedingt noch mal aus München raus. Was nicht heißt, dass ich vielleicht langfristig wieder in München lande und dort alt werden will, aber temporär wollte ich einfach noch mal weg. Und vor allem wollte ich noch mal wohin, wo ich ein internationales Umfeld habe. Weil ich liebe diesen Einfluss unterschiedlicher Kulturen. Ich liebe es, mit Leuten aus der ganzen Welt in Kontakt zu sein. Und an einem Ort wie Dubai ist das halt mehr der Fall als jetzt in München. Und wer schon mal in Dubai war, der weiß nämlich auch, dass es hier ganz anders ist als jetzt in anderen Bereichen im arabischen Raum, wo ihr dann wirklich doch viel arabische Kultur habt, ist Dubai sehr international. Und ich möchte jetzt nur einmal kurz noch an der Stelle sagen, dass ich weiß, dass es Dinge gibt, die man an Dubai kritisieren kann. Und es ist auch nicht so, dass ich das negiere, dass bestimmte Dinge hier sind, die ich nicht gut heiße. Also auf jeden Fall, da stimme ich euch allen zu. In Deutschland gibt es aber ebenso Dinge, die ich nicht gut heiße. Und ich finde, man muss da halt für sich einfach gucken, was sind Dinge, die ich irgendwie hinnehme, um dafür in anderer Hinsicht halt einen Vorteil zu haben. Und für mich ist das jetzt einfach irgendwie eine coole Option, mal in Dubai zu sein. So, aber warum jetzt konkret Dubai? Also zum einen, ja, es ist ja international, aber ich hätte ja auch nach London oder New York gehen können. Okay, London kam für mich nicht in Frage, meine Schwester lebt da. Ich war da auch schon sehr, sehr viel. Das war für mich jetzt nichts Neues. Und zudem hat mein Freund da natürlich auch einen Einfluss gehabt, weil ich mit ihm ja maximal viel Zeit verbringen will. Und mein Freund schon in Dubai gemeldet war, warum das bei ihm der Fall war, ist auch eine Geschichte für sich und nicht Teil des Inhalts auf meinem Kanal. Ich meine, wenn euch das interessiert, kann ich auch gerne mal mit meinem Freund ein Video machen. Aber ja, mein Freund war auch schon in Dubai. Ich war Anfang des Jahres auch schon sehr, sehr lange bei ihm, auch am Stück. Und habe da einfach für mich Dubai auch von einer ganz anderen Seite kennengelernt. Nicht so von der touristischen Seite, sondern wirklich, wie das ist, wenn man hier lebt. Und fand es ganz, ganz toll. Und da es für ihn als Unternehmer natürlich auch steuerliche Implikationen hat und er auch sehr happy ist, habe ich gedacht, okay, warum nicht? Ich gucke mir das mal an. Mir hat es, wie gesagt, im Frühjahr super gut gefallen und das hat mich dann auch motiviert, hierher zu kommen. Und ich muss auch sagen, dass diese steuerlichen Implikationen für mich auch Relevanz haben, weil ich bin ja jetzt an einem neuen Punkt in meiner Karriere, da gehen wir später nochmal genauer drauf ein. Und natürlich ist es vorteilhaft, wenn man dann nicht so hohe Steuern zahlen muss wie in Deutschland. Und ich muss auch sagen, dass mich dieses ganze politische System in Deutschland in letzter Zeit sehr, sehr frustriert hat. Und ja, hier gibt es auch Dinge, die einen frustrieren können und dürfen und sollten. Aber in Deutschland war es einfach, dass ich mir dachte, oh wow, man arbeitet auch einfach so, so viel und am Ende
von dem Gehalt, das du eigentlich bekommst, landet am Ende so wenig auf deinem Konto. Und das hat mich einfach ein bisschen frustriert. Ja, aber das ist so die Summe von Dingen. Ich bin jetzt mit meinem Freund in Dubai. Wie gesagt, wir reisen auch noch ein bisschen. Ich nehme euch mit. Aber das ist jetzt erstmal meine neue Base und ich freue mich sehr. Und ich muss auch sagen, es sind sehr, sehr viele Leute, die ich kenne in Dubai. Zum einen halt durch deren Job. Also viele Leute, die ich aus der Unternehmensberatung kenne, die sind jetzt hier im arabischen Raum unterwegs und haben auch tatsächlich das Büro gewechselt und ihren Wohnsitz geändert. Viele Unternehmer, also Leute, die ihr eigenes Startup haben, sind hier. Und auch ganz, ganz viele Mädels einfach, die ich kenne. Zum Beispiel auch, weil ihre Boyfriends hier sind. Also es ist doch auch echt eine Bandbreite an Leuten hier, die ich kenne. Und mir ist das sehr, sehr wichtig, weil ich brauche immer ein Social Environment. So, und das war jetzt das Update zu meinem Wohnort. Jetzt kommt aber noch ein ganz anderer spannender Teil und ein Major Life Update geändert hat. Und zwar ist das, wie ich meine Zeit verbringe. Punkt Nummer zwei, meine Karriere. Und zwar kann ich offiziell sagen, dass meine Zeit in der Unternehmensberatung vorbei ist. Und ich gehe damit einem ganz, ganz guten Gefühl raus. Ich hatte eine fabelhafte Zeit. Ich werde auch noch ein einzelnes Video zu machen, warum ich nicht mehr in der Beratung bin, was Vorteile der Beratung waren, was auch Nachteile waren und warum ich den Entschluss gefasst habe, dass ich da meine Zeit jetzt beende. Aber einen kleinen Teil werde ich jetzt schon anschneiden. Und zwar war es seit Jahren so. Eigentlich seit ich klein bin, dass ich wusste, ich muss mal mein eigener Boss sein. Ich möchte mein eigenes Business oder als Co-Founder ein Business vorantreiben und für etwas arbeiten, wo ich wirklich eine Leidenschaft für habe, wo ich drin aufgehe. Und ich mag es nicht, wenn man mir jemanden vorsetzt, der mir sagt, was ich zu tun hat und wo ich einfach abarbeiten muss, auch wenn ich vielleicht nicht zustimme oder Dinge nicht für richtig halte. Und wie die Umstände wollten, hatte ich letztes Jahr so eine kleine Sinneskrise, wo ich mir dachte, oh, irgendwie bin ich nicht so, so happy in der Beratung, gefällt mir nicht ganz so, zumindest nicht langfristig. Dann habe ich eine Person kennengelernt, mit der ich mir die Zusammenarbeit sehr, sehr gut vorstellen konnte. Wir sind auf ein Thema gestoßen, was uns beide begeistert hat. Unsere Skillsets haben sich sehr, sehr gut ergänzt und zack, dann kam es dazu, dass wir uns entschieden haben, Hormonic zu gründen. Und in dem Sinne, let me introduce to you unser Startup Hormonic. Auch zu Hormonic werde ich nochmal ein dediziertes Video aufnehmen, weil das wirklich eine ganz tolle Mission ist, die wir da verfolgen. Und ich möchte, dass ihr alles darüber wisst. Und ich werde euch auf diesem Entrepreneurial Journey natürlich auch mitnehmen. Ich werde Vlogs dazu drehen, wie es ist, ein Startup zu founden, was für Hindernisse uns begegnen, wie der Alltag ist und so weiter. Also, was ist Hormonic? Hormonic ist ein Startup, mit dem wir die hormonelle Gesundheit bei Frauen revolutionieren wollen. Und das machen wir durch zwei Dinge. Einmal natürliche Nahrungsergänzungsmittel, die wissenschaftlich basiert sind. Und zum zweiten telemedizinische Beratung durch Ärzte, die sich auf hormonelle Gesundheit spezialisiert haben. Das bedeutet, wenn man ein Problem hat, wie beispielsweise keine Periode, einen unerfüllten Kinderwunsch, PCOS und einfach nicht weiter weiß, kann man dann da die Session buchen und bekommt eine individuelle Beratung inklusive Therapieplan und so weiter. Und ich bin so motiviert, diese Mission voranzutreiben und dieses Startup zu skalieren, weil ich einfach glaube, dass es ein Riesenmarkt ist. Es gibt so viele Frauen, die leider unter hormonellen Disbalancen, hormonellen Problemen leiden, sei es die Anzahl an Frauen, die keinen Zyklus bekommen, Haarausfall haben, hormonelle Akne. Und dem wird aktuell leider viel zu wenig Beachtung geschenkt. Und zeitgleich wird auch komplett ignoriert, was für langfristige negative Folgen das natürlich auch für eine Frau hat, wenn sie lange keinen Zyklus hat. Ja, und da sind wir jetzt gerade in der Planungsphase. Also wir haben die Formulatur unserer ersten beiden Nahrungsergänzungsmittel auch schon finalisiert. Da nehme ich auch bald mehr zu auf. Da freue ich mich so, wenn ich euch diese Produkte vorstellen kann. Zum anderen haben wir auch schon E-Books aufgesetzt und sind daran, jetzt auch das Coaching ganz bald zu launchen. Vielleicht ist es sogar schon live, wenn ich dieses Video hochlade, aber ich hoffe nicht, weil ich hoffe, dass ich ganz, ganz schnell mit dem Schneiden bin. So, aber das sind jetzt diese zwei Major Updates. Ich freue mich total, diese Reise jetzt zu beginnen und vor allem die nächsten Monate dann hier in Dubai zu verbringen. Wie gesagt, ich werde auch noch ein bisschen reisen, also auch in Bali sein. Meine Co-Founderin, die ist auch die ganze Zeit mit dabei. Die ist auch in Dubai und es ist natürlich auch wichtig, dass wir die meiste Zeit zusammen sind, um auch maximal effizient an dem Projekt arbeiten zu können. Und zeitgleich muss ich auch sagen, dass ich extrem dankbar bin für den ganzen Support, den ich in meinem Umfeld habe. Also sei es durch meine Familie, die gesagt hat, hey, nimm die Chance jetzt wahr, probier dich aus und gründe das eigene Unternehmen. Auch der Support von meinem Freund, ich muss sagen, dass der auch eine riesen Inspiration für mich war, einfach weil er auch selber schon ein Unternehmen gegründet hat und mir da sehr viel Mut macht und mich da auch sehr, sehr viel lehrt und unterstützt, weil er einfach Dinge schon gemacht hat, wo ich gar keinen Plan von habe und das natürlich super hilfreich ist und mir auch ein bisschen die Angst nimmt. Und ich muss auch sagen, dass meine ganzen Freunde total supportive sind, sich total dafür interessieren, jetzt schon ihren Freunden von Hormonic erzählen und so weiter. Und ich bin so, so dankbar, dieses Umfeld zu haben. Weil klar, wenn man den Support hat, dann macht man das alles mit viel mehr Mut, weil es kommt
kommen immer Hürden auf einem solchen Weg. Und es gibt immer Tage, wo man sich fragt, oh Gott, wird das denn auch alles gut enden? Aber wenn man dieses Fangnetz hat oder einfach diese Unterstützung, das ist mental einfach so, so hilfreich. Und ja, da bin ich sehr dankbar für. Und in dem Sinne freue ich mich natürlich jetzt auch auf den kommenden Content hier auf YouTube, auf Instagram, wo ich euch auf der Reise mitnehme, hier an einem neuen Wohnort und vor allem mit einem neuen Unternehmen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, packt die unbedingt in die Kommentare und ich werde probieren, die dann in nächsten Videos aufzugreifen. Und das kann in jeder Hinsicht sein. Also sei das das Thema Beratung, was mir gefallen hat, was mir nicht gefallen hat, irgendwas in Richtung Harmonic und das Startup-Thema oder sonstige persönliche Fragen, weil ich auch mit Sicherheit bald nochmal ein Q&A machen werde. Ansonsten freue ich mich, dass ihr eingeschaltet habt, freue mich natürlich riesig über euren Support. Also wenn ihr noch nicht abonniert habt, macht das bitte jetzt, weil damit unterstützt ihr mich und meinen Account sehr. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video.